Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Christian und ich, wir wollten heute mal eine Runde Schiffe versenken spielen. Und wir haben uns ein Spiel rausgesucht. Battleships heißt das schöne Spiel. Und ey, wir spielen Schiffe versenken, wir haben uns Battleships rausgesucht. Ja, das klingt nämlich viel cooler als Schiffe versenken. Battleships. Und zwar gibt es hier verschiedene Kommandeure, die man spielen kann. Und auch einen Kommandeur-Modus, wo man unterschiedliche Schiffsformen hat. Bei jedem unterschiedlichen Kommandeur und die auch Fähigkeiten haben, so wie Torpedo, feuert ihn durch eine Zeile oder Spalte, hält an, wenn er ein Schiff trifft oder trifft ein 3x3-Gebiet. Ich spiele heute Giuseppe Ferrara und Christian spielt, wie spielst du? Johannes Schmidt. Johannes Schmidt, zum Einsatz bereit. Jawohl. Jawohl, Herr Kalorn. muss eigentlich sagen, dieses Spiel, wenn ihr euch vorhabt, dieses zu holen, ich finde es jetzt schon skandalös, ja, man zahlt da, ich weiß gar nicht, 10 Euro. 10 Euro haben wir bezahlt. Was ja völlig okay ist, ja, also ist ja hier alles cool und so weiter. Allerdings hat man nur 4 Hintergrundbilder. Die sind zwar animiert, weil das Wasser bewegt sich, ja, aber alle anderen muss man für 2 Dollar kaufen und neue Kommandanten gibt es auch für den Schnapperpreis von 3 Dollar. Wenn man hier unten sieht, von 3 Dollar. Wo ich mir so denke, ja, cool. Ja, ist schon gar nicht so ohne. Was ist das denn? Es gibt irgendwie. Wer ist das? Bogenschützin. Wer ist denn? Eurylia. Alter. Ja, also die gegen Zerstörer der Sicht. Frederic Portier. Ja, und Johannes Schmidt. Stormor. Okay, ich würde auch mal sagen, fertig und weiter. Was spielst du? Ah, ja. Ich bin Giuseppe. Flotte aussenden. Vor jeder Schlacht kannst du die Position deiner Schiffe ändern. Oh, würde mich mal interessieren, ob die jedes Mal gleich sind. Okay, mit Klicken kann man drehen und wie kann ich die. Ah, okay, auf. Teen einfach. Drag and drop. Und das. So, so. Ach, das ist doch Mist. Sind die denn so groß, die Scheißdinger? Das ist ja tatsächlich von Kommandant zu Kommandant unterschiedlich, ne? Mhm. Also halt die Formen sind unterschiedlich und halt auch die Fähigkeit. Ich hab halt das Bombardement. Weil hier gibt's noch mehr Fähigkeiten. Mine, Echolot und Bombe habe ich. Okay, komm mal fertig. Oh shit. Ja, das wusste ich. Ja, die stehen da auch gerade erst. Vorhin bei den. Ich kenne stand die nicht. So, ich habe jetzt 2 okay. Energie. Münzer hat gesagt, du bist dran. 2 Energie und damit kann ich die Mine abschießen. Was macht denn die Mine? Du bist dran. So, ich darf die Mine. Platziere sie auf deinem Brett. Die Mine feuert 2 zufällige Vergeltungsschüsse, wenn sie getroffen wird. Ah, wenn die getroffen wird. Ah, okay. Okay. Aber du bist noch dran. Wie denn hin? Ja, hier. Dahin. Okay. Gegner platziert da eine Mine. Ganz schön frech. Ah, hier vorne sehen wir Christian seine Form. Also ein 2er. Ich finde ein bisschen skandalös. Ich hab nur ein U-Boot und ich bin U-Boot-Kommandant. Hey, ich hab. Was ich hab ist das denn? Was ist das? Ist das ein Flugzeugträger oder ist das ja, so ein Apparatur-Schiff? Ja, eben. Ich hab auch irgendwie. Naja. Du bist noch dran, ne? Ich bin auch. Ach, guck mal, ich muss auch zielen. Okay, ich dachte, du darfst jetzt auch eine Mine platzieren. Du hast doch noch nicht geschossen, oder? Okay, oder schieß mal und. Also darf man. Daneben. Okay, Runde beenden. T2. So, plus 2 Energie gibt jede Runde. Ah, ja. Kann man jede Runde dann. Ich frage mich nur gerade. Ich sehe ja jetzt dein Feld. Mit einer Mine geht man wieder auf sein Feld, okay. Genau. Ja, voll. Lol, ach, die Mine wird zufällig platziert. Nee, die kannst du eigentlich klicken aufs Feld. Oh, ist außer cool, du hast einfach weiter gedrückt. Ich dachte, das wäre einfach so ein Hilfetext von wegen, du hast eine Mine platziert. Ja, cool, okay. Oh, Mine platziert. Okay. Alles klar. Klicke auf eine Zelle. Pems. Na, das war daneben. Daneben! Runde beenden. Daneben. Okay, mal gucken, ob der Trick funktioniert. Holy fuck, Achso, ich kann jetzt die Energie aufsparen. So ein Radar kann ich machen, dann so ein. Luftschlag und meine Superfähigkeit mit 10 Punkte. Aber Christian hat nicht dahin geschossen, wo sein Schiff ist. Häufig, wenn Leute Schiffe versenken spielen, machen sie ihren ersten Zug genau an der Stelle,
wo sie auch selber ein Schiff stehen haben, weil sie denken... Ich sehe ja nicht, ob ich da ein Schiff stehen habe, wenn du gleich siehst, wo man hinschießt. Ja, aber weil... Doch, sehe ich wohl links. Ah, ja. Okay. Weil du halt so denkst, so, ach, guck mal, ich war ach, smart, Quatsch. Ich habe die smart mal platziert, stopp. Der andere bestimmt auch. Stopp. Ach, schade. Alter, daneben. Zug beendet. Okay, warte mal. Die Animationen sind auch... Aha, aha. Film. Aha, aha. Ich glaube, er weist dich nochmal darauf hin, dass du noch eine Fähigkeit über hast. Ja, ja, ja. Der sagt, hey, du kannst jetzt deine Energie sparen oder... nicht. Denn dieses Radar. Ach, das kann ein großes Feld um einen Schlag, ausgeführten Schlag aufdecken. Finde ich gut, das setze ich mal ein. Ist da was? Ein Feld. Ah, das ist wie mein Sweeper jetzt. Ist ja nice. Ja. Okay, ein Feld ist belegt. Und dann da ein Feld belegt. Ja. Give it to me! Ach. Und eine Band. Naven. Aber ein Feld ist wenig. Vielleicht hätte ich mich doch eher woanders hin orientieren sollen. Christian trifft jetzt. Ne. Alter, auch daneben? Das war hart daneben. Das sind alles Blindgeschosse hier. Gieß einfach mal dahin. Auch daneben! Mann, ey! Kann... Ich will jetzt einfach mal ein bisschen random durch die Gegend ballern. Mich viel zu sehr auf oben links konzentrieren. Hä? Ach, so funktioniert das. Leider steht bei den Fähigkeiten nicht bei, was die denn machen. Du hast halt nur eine grobe Vorstellung durch das Bild. Ich weiß nicht, was du noch für Fähigkeiten hast? Oder hast du die gleichen, auch dieses Radar? Torpedo! Lol, das ist gar nichts. Krass. Christian hat eine ganze Reihe. Oh, das ist nicht. Teile. Moment. Nee. Teile, doch. Teile, ja, genau. Ja, nee, ja, eine Reihe. Reihe. Du hast schon recht. Das doch, Zeile ist so. Ja. Zeile bei mir. Ja, ja. Die Reihe ist schon richtig. Hacke, das ist schlecht, weil. Oh nein, ich hab die Mine getroffen. Oh, er hat meine Mine getroffen. Nice. Okay, Vergeltungsschläge. Zufällig. Beide daneben. Ja, aber dadurch weißt du ja jetzt auch zwei Felder. Ja, aber du hast neun Felder gekriegt, das ist schon echt... Pff. Okay, ich muss jetzt auch mal meinen großen Luftschlag quasi aufsparen. Das kann doch nicht sein, was nur deine ganzen Schiffe... Hey, what the fuck? Christian, aber genauso, was soll das denn? Das Spiel regt mich auf. Das kann doch gar nicht sein, ey. Achso, ihr seht übrigens ja den Hintergrund, ne? Da dieses sich bewegende Wasser. Ich meine, klar hat sich ja jemand beschäftigt, ne? Und das auch gemacht und gehört dafür bezahlt. Aber ich dachte, ja, das wäre in dem Spiel mit irgendwie so drin, dass man mehr als vier davon hat. 2 Euro, dann so ein maltes Bild da im Hintergrund ist schon. Ja, wahrscheinlich müssen die Entwickler, also ich weiß nicht, Marmelade oder wie die heißen, horrende Lizenzkosten an Hasbro abdrücken. Ja, das kann gut sein. Ist ja offiziell lizenziert. Aber es kann doch nicht sein, dass wir hier den Deutschen nicht treffen. Mann. Ist wirklich so ein Werkzeugschiff, ist das hier? So ein Versorgungswerkzeug-Reparaturschiff. Da sind 2 große Torpedos drauf. Was ist das? Ja, Christian. Das war auch schon wieder richtig geil für dich. Du weißt, ja, richtig neun, geil. Ja, du weißt, hast du die alle Felder nebeneinander in die Ecke gestellt, keins oder was? Ist. Nein, ich habe die nicht nebeneinander in die Ecke gestellt. Nein, Christian. Würde ich doch niemals tun. Ach, kacke, ich sehe ja jetzt auch erst das. Was denn? Da hat rechts angezeichnet, welche Schiffe du überhaupt hast. Ja. Ich glaube, ich nutze die Gunst der Stunde und platziere hier in der Ecke mal das Echolot. Scheiß auf die Fähigkeit. Ich muss wissen, ob hier 0. 2! Ach komm, ey! Können doch überall sein. Warte, jetzt weißt du schon 3 von mir. Ja, aber ich finde es besser, wenn du 0 weißt, weil dann weißt du, in dem Gebiet ist nichts. Und wenn du einen weißt, dann kann in 8 Feldern halt alles Mögliche sein. Das ist natürlich korrekt. Aber wenn ich die ganze Zeit 0 weiß, bringt mir ja auch nicht viel. Ach komm, ey. Wie oft haben wir jetzt schon geschossen und nicht getroffen? Das gibt's doch gar nicht. Ich versteh's auch nicht. Das Feld ist doch eigentlich genauso groß wie sonst beim Schiff versenken.
Ach, du hast ja nur so kleine Billo-Schiffe. Guck dir das mal an. Zwei, ja, voll zwei. Die großen. Vierer, ja, Fünfer, welches Dreier. Denn? Wir haben genau die gleiche Anzahl an Schiffen, also an Größen. Ach, das ist zu geil. Okay, jetzt bin ich bei 8. Okay, gleich kann ich einen richtig dicken Mörderschlag rausballern. Wo sind die denn hingesetzt? Wir probieren es mal da. Ja, endlich! Der erste Treffer! Oh, das ist der erste Treffer. Oh, da kriege ich Energie für. Was? Oh, das ist aber nicht gut. Das ist aber echt nicht gut. Also da ist einer, dann ist da links noch einer. Komm, probieren es mal da. Ja! Der muss ja rechts sein. Nee, der geht noch weiter. Und da ich weiß, da ist jetzt 0 drin, muss der nach links weitergehen. Da sind die Fähigkeiten ja schon frech. Ah nein, der geht um die Ecke. Oh nein. Oh, da habe ich nicht, da habe ich nicht aufgepasst. Christian, seine gehen ja. Ah nee, nach oben. Da oben. Ah. So hast du Dinge. Hey. Was ist das denn? Aber jetzt trifft Christian auch. Weiß ich nicht. Ich weiß, also. Du musst mal auf Abbrechen klicken. Du darfst ihn niemals annehmen. Das ist ja der Wahnsinn. Also. Christian hat vor allem jetzt ganz viele Punkte gekriegt, dadurch, dass ich getroffen habe. Oh, direkt ein Treffer. Ja, ist natürlich jetzt auch wieder Quark. Das hat bei dem ersten. Aber das ist gut. Das war gut. Ja. So scheiße, ey. So, was für ein Schiff steht denn da? Wird mal auf den Vierer tippen. Nee, warum nicht auf den Dreier? Der erste Schiff versenkt die Sau. Schiff versunken. Schöne Animation, ey. Geil. Daneben. Das war daneben. Okay, was mache ich denn jetzt? 12 Punkte? Ja, das ist echt krass. Also, wie sehr die Energie hochgeht, wenn man getroffen wird. Gab es nochmal zusätzlich was, weil das versenkt wurde? Das ist immer also gibt direkt den heftigen Vergeltungsschlag. Also ich habe 12 Punkte und davor hatte ich 8. Also müsste für jedes Feld, was du getroffen wirst, müsste es einen geben. Ja, okay. Aber also hey, versenkt noch mal extra. Ich sehe hier einen richtig geilen Vergeltungsschlag. Ja, den sehe ich. Boom! Alter Vater, voll viel nicht getroffen. Okay. Dann dürfte ja. Oh, ich glaube, ich spare mir das auf. Hat Christian sich um die Mitte gelegt? Und für einen Sack. Warte mal, warte mal, warte mal. Mach mal hier noch ein Sonar. Hier unten was? 3 sind hier unten. Oh, das ist ja interessant. 1, 2, 3. Komm, das gucken wir mal. Ah, Mist! Nicht in der Ecke. Okay, fuck. Ah, scheiße, ey, Christian. Aber, weil ich habe nämlich eine gute Taktik, die Schiffe nicht zu versenken, damit du keine Punkte kriegst. Ja, Christian, da sind 3 Stück drin. Ja. Oh, das ist Mine platziert. Oh, na, natürlich gar nicht unsmart. Yes. Ah! Okay. Wie, ah, okay. Nee, Christian, nee. Nicht okay.
Okay, was können wir tun noch? Das müsste da sein, das müsste da sein. Hier in dem Sektor ist auf jeden Fall noch einer. Der 3 lang ist, das kann nur der sein. Kann nur... Ah doch, dann ist das der, okay. Hier aber auch nichts mehr, da ist nichts mehr. Hier müsste... Hier sind 4? Unten ist jetzt 4? Ach, weil du die Mine gelegt hast, ne? Mutzbuckel, du. Hier wurde er die hingesetzt. Oh, keine Ahnung. Dass es angezeigt wird. Du hast doch schon vor langer Zeit das Sonada gemacht. Wie kann er jetzt plötzlich das noch anzeigen? Ja, er aktualisiert das irgendwie. So frech. Nee, Christian. Mach mal nicht. Du nicht. Oder sitzt der hier? Hier sitzt. Aber das müsste der sein. Nicht? Oder sitzt der so? Da muss ja jetzt ein Treffer sein, jawohl! Treffer! Wow. Nochmal Treffer. Nein, das war die Mine! Das war sie mein. Oh nein! Oh, das ist interessant. Nein! Ach, Kacke. Okay, das war wirklich interessant für Christian. Ich kann noch einen Luftschlag ausführen. Oder aber so nah machen. Da sind auf jeden Fall noch welche. Wo bringt mir denn noch ein Sonar was? Das bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Nee, machen wir mal nicht. Großen Schlag machen wir auch mal nicht. Können die nicht einfach mal auf 200 Meter Tiefe gehen und durchtauchen? Ja, Christian, wo bin ich denn jetzt? Das ist die große Frage. Das ist irgendwie Quatsch. Doch alles sehr taktisch hier. Ihr habt gerade genießt. Das sind 4 Felder. Warte mal, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Guckst du denn gerade? Ich guck gerade, wie ich die maximale Anzahl an Feldern abdecken kann. Wo ich wenn du so durchschießt mit deiner Fähigkeit, ja, oder was? Das ist vollkommen richtig. Oder ist aber nicht gut. Mach mal nicht, du triffst auf jeden Fall ein Schiff. So als Tipp. Du weißt doch gar nicht, wo ich hinschieße. Der zeigt auch jedes Mal diesen Tipp an und dann denkt man sich, weißt du, feuere ihn durch eine Zeile oder Spalte, hält an, wenn er ein Schiff trifft. So, wenn ich jetzt auf OK klicke, dann schießt er. Das ist nicht gut. Ja, das ist quasi so der Knopf, der gedrückt wird. Ich glaube, du kannst so lange verschieben, aber kannst auch abbrechen, wenn du auf das X drückst. Ja, ja, du musst immer abbrechen. Welche Zeile oder Reihe entscheidet sich denn? Immer 1, 2, 3. Ich glaube, ich kann immer nur 5. Ich frage mich auch, warum hier manche Felder blau angezeigt werden. Meine Felder? Meine Felder sind blau. Ein bisschen Cheat, wenn du siehst, wo meine Schiffe sind. Pass auf, bei mir leuchtet zum Beispiel das komplette außen rum und das komplette in der Mitte. Oh, okay. Weißt du? Also da am der Rand immer. Ach, kann sein, dass der dann schon da endet, der Schlag. Weißt du? Dass wenn du bei 5, 6... Ich glaube, der läuft von da bis da. Genau, dass der nicht durch die Mitte durchgeht, sondern da endet. Ja, genau. Ja. Ja, dann müssen wir ja quasi hier... Oh nein! Oh, das war gut. Bams. Das war gut. Die. Warum hast du nicht von oben gemacht? Mann.
Wir wären halt nicht auf das gleiche Raum. Ach so. Nee, ja. Dann wäre nicht so viel aufgedeckt worden. Ja, das weiß ich ja nicht. welche, was hast du denn da überhaupt noch? Einer weiß. Wohl. Wohl. Vielleicht habe ich das ja auch so gemacht. So, zwei Stück sind hier noch. Das heißt, hier ist noch einer. Und irgendwo anders ist noch ein Schiff. Ah. Was? Irgendwo anders liegt noch ein Schiff. Der Schmutzbuckel. Der Schmutzbuckel. Oh nein, ich dachte, da liegt ein Schiff. Ich finde manchmal sogar das Problem so... Ins Wasser schießen, wenn man weiß, wo ein Schiff ist, ist eigentlich sogar besser, weil du dem Gegner dann keine Energie gibst. Ja, genau, deshalb warte ich ja auch, um seine Schiffe zu versenken. Also ich weiß ja, wo die liegen, die anderen beiden, aber will die halt nicht wegmachen, damit du nicht noch mehr Energie kriegst. Das ist nämlich ein krasser Vorteil. Okay. Ja, also, finde ich gut. Dann ballert ein bisschen ins Leere, finde ich gut. Aber was mache ich denn? Also hier ist eins. Blöde ist, wo ist denn da? Ach, da. Hier unten muss ja dann noch was sein, wenn hier noch zwei Stück sind. Ja, entweder hier oder hier. Oder hier. Habe ich 10. Ich bewahre mir die nochmal kurz auf. Ich schieße. Du aber hast 10 Energie? What the fuck, ey. Yo! Treffer! Jetzt muss ich mir entscheiden, rechts oder links. Wie hat der Christian gelegt? Nach oben. Ja! Okay. Rechts oder... Achso. Und ich darf nochmal. Versenkt ist das ja noch nicht, ne? Das wird mir ja angezeigt werden. Denke ich, ja. Also geht das entweder hier so um die Ecke? Autsch. Dreier geradeaus hat der ja nicht. Der kann eigentlich nur darum liegen. Kann auch sein, dass er hier... Warte mal. Nein! Da hat er die Mine platziert? Ach, du bist doch ein Schmutzbuckel. Mann, schießt du... Nein! Und dann trifft er die... Ach, komm, lol, ey! Was ist das denn für ein Teil? Okay, da hast du deinen um die Ecke hingetan. Unfair. Okay, ich dachte, der wäre woanders. Unfair! Und das ist dein Tee, der da liegt. Ich dachte, ich hätte deine 2-2er getroffen. Mensch, Nein. Jetzt wird mir einiges klar. Nein, das bringt Christian voll weit nach vorne. Oh, dieser Random-Schlag, ey. Scheiße. Okay, da ist dein Tee. Das heißt, ich hätte da hinschießen. Warte mal. Müssen wir mal eben confirmen. Okay. Ach, Christian. Fuck. Da ist dein Tee. Ja, aber ja, jetzt habe ich deine 2er noch nicht getroffen. Die Scheiße, ich habe gedacht, ich hätte die 2er. Ja, und warum überlegen? Ja, okay, dann kann dein Tee ja nur noch hier bei 5 oder 6 A bis C sein. Nope. Dann fehlen mir die 2er noch. Das ist jetzt bitter. Scheiße. Mann, ja, warte mal. Jetzt muss ich mich beeilen. Ah, nee. Ich glaube, die 2er zu finden, das könnte ein bisschen dauern. Ja, aber du musst ja nur zweimal Lucky treffen. Und du hast ja auch noch Fähigkeiten, also. Ja, gucken wir mal. Scheiße. Boah. Hab ich gedacht, wäre ich smart. Das Ding ist, da hab ich noch nicht hingeschossen. Alter, da liegt. Da hab ich noch nicht hingeschossen, da bringt mir gar nichts. Da müsste ich seinen großen. 5, das ist viel zu viel. Da hab ich den, da hab ich den. Entweder da noch. Da ballern wir gleich hin. Komm mal rein. Ich kann nur 5 Felder abdecken, oder? Ich glaube schon. 1, 2, 3, 4, 5. Da habe ich noch nicht hingeschossen, ne? Immer mal nicht. Alles klar. Felder aufgedeckt, das wird eng. Das wird eng für mich. Hm.
Das ist gut. Scheiße. Chitty McTitty, ey. Okay, wir machen jetzt erstmal einen Luftschlag hier. Mach mal nicht. Muss echt gucken. Nee, warte mal, da kann es ja nicht sein. Da kann es eigentlich auch nicht sein, wenn das so ist. Dürfen hier ja keine liegen. Hier höchstens. Man muss ja immer einen Abstand haben zu den Schiffen, die man gelegt hat. Ne? Man kann ja nicht aneinander legen. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Heißt, hier könnte höchstens noch was sein. Hier könnte noch was sein. Komm, wir ballern da hinten hin. Boom! Ja, den Zweier versenkt! Oh, fuck. Zweier U-Boot versenkt, das ist gut. Alter, das deckt so ein ganzes 3x3-Feld ab. Das ist ja, ja der Obershit. Dafür habe ich da schön offen gelassen. Boah, ich habe noch mehr Punkte. Oh, das... Wie ist man denn noch hin? Ich darf noch mehr Fähigkeit. Jetzt muss ich richtig ballern. Wird langsam meine Schlinge zieht sich enger. Kann auch sein, dass er nach unten den hat. Da oder da? Wo schieße ich denn jetzt hin? Dahin? Ja, komm. Bombe! Den Vierer frei. Das heißt, der liegt auf jeden Fall hier oben. Hier und hier irgendwie. Du kannst einen Sechser abdecken. Wie viel hat das gekostet? Ja, es waren zwei, waren Vierer. Achso. Waren Vierer. Kostet 5 Energie. Ah, das habe ich, glaube ich, auch. Jetzt muss ich nur noch den Zweier finden. Hier ist nichts mehr. Hier dürfte auch nichts mehr sein, weil hier sein Schiff ist. Gehen wir mal ganz logisch hier ran. Hier oben könnte noch was sein. Da ist... Hier könnte der liegen. Nee. Kommandant isst sich mal sein Mandarinchen ganz in Ruhe. Oh Gott! Ich muss jetzt gucken, dass ich gewinne. Ach komm, ich löse jetzt auf. Entweder schaffe ich das oder nicht. Komm hier. Könnten auch nur 50% sein. Ich mache jetzt hier Finish. Ich finish jetzt erstmal deine ganzen Flotten. Guck mal, der ist noch nicht versenkt. Okay, den großen haben wir jetzt. Das ist gut. Okay, dann liegt hier der... Der Übereck. Jawohl, nächstes versenkt. Boah, dann ist hier keins mehr drin. Boah, die Sonar-Dinger, die sind ja richtig stark. Hier muss dann noch was sein. Ist das ein Zweier? Ja! Oh! Ich kann sagen, also was überlegst du denn da so lange noch? Du weißt doch alle. Ach, ich dachte, es fehlt noch eins. Ja, lol. Okay. What the fuck, Seth? Und ich mach mir hier so einen Stress, ey. Ich bin einfach so dumm. Was überlegst du denn da so ewig? Also, dass er jetzt Feierabend ist. Ich hab gedacht, schade. Da fehlt schade. Noch eins. Hättest du mal länger überlegt. Oh Mann, gut, dass ich... Beinahe hätte ich mir selbst im Weg gestanden. Da war Mensch. Scheiße. Weil Christian hätte im nächsten Zug, hätte der mich nämlich genau so fertig gemacht. Weiß ich nicht. Ah. Als ob. Punkte 268. Ja, das war ganz cool. Das mit den Fähigkeiten macht es irgendwie strategischer nochmal. Und dann ja, ist die Runde ein bisschen kürzer. Also diese Minesweeper-Geschichte und so finde ich ziemlich cool. Ja. Dann dauert das nicht noch viel länger. Und irgendwie steigt ja, man hier auch. Ich weiß Level. Jetzt aber auch nicht, wie viele Felder das ehrlich gesagt waren. Ob das Feld jetzt. Das war ja nicht größer als das Standardfeld. Nee, deshalb, aber du kannst halt schneller Felder aufdecken. Also mit den Torpedos oder Luftschlägen oder so. Kannst du ja schon schneller mehr Felder abdecken. Das stimmt, aber das könntest du auf dem Standardfeld ja noch schneller. Weil da kannst du ja überall durchballern. Ja, aber da kannst du halt immer nur eins aufdecken pro Runde, ne? Aber dann geht das Alter, vielleicht schneller, muss man nicht so viel überlegen, welche Fähigkeit setze ich jetzt ein. Wir haben jetzt eine halbe Stunde ja, krass, ne? versenken. Ich hab's, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen, ich war so in the zone. Okay, krass. Das ist echt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Wenn ihr das auch gar nicht schlecht fandet, dann lasst eine Bewertung da und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Modus findet im Vergleich zu dem Standardmodus. Und vielleicht sehen wir uns bin wieder für ein, die Tage. Ich bin übrigens, warte mal, ich bin für ein
für eine Blindbox-Challenge bei YouTube Warriors mit Schiffe versenken von Bea und Bram. Oh, das finde ich auch, das finde ich gut. Einfach da können die irgendwo einfach hinklicken. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet als Vorschlag, dann geben wir das weiter und bis dahin. Tschüss. Tschüss.